an, aber war früher einmal Preisboxer. Weiter so. Verdammt gut. Hey, wie geht's? Ohne Witz? Ich heiße Vito. Ja. Ah, Sam. Freut mich. Bevor er Profi geworden ist. Hier stehen noch welche. Winston bietet 2-1 gegen Pepe. Wenn Pepe kein Freund von mir wäre, würde ich die Wette annehmen. O'Neill ist ein verfluchter Psychopath. Gut, dass ich weiß, dass er ein Psychopath ist. Ich bin Vito. Weiß ich. Ich bin er. Freut mich. Kann ich da auch mal boxen? Bitte? Nein? Danke. Nicht danke. Ist ja egal. Los. Die hier noch? Ach ne. Was hier hinten? Darf ich da raus? Gut, genau so. Bringt aber nichts. Komme ich nirgendwo hin. Schade. Weiter so. Dann verlasse ich den Trainingsbereich. Pass auf, wo du hinläufst, Guaylo. Hättest du Augen statt Schlitze, hättest du mich vielleicht kommen sehen, Arschloch. Galanti, hinterhältiger weißer Teufel. Mr. Wu, schön, Sie zu sehen. Hinterhältig? Ihr habt auf euren Mann gesetzt und verloren. So läuft das nun mal in diesem Land. Dann Wu bietet dir Rückkampf an. Ich denke, das lässt sich einrichten. Hast du Lust, Vito? Gegen den Chinesen? Gib ihm eine Trittleiter und schick ihn vorbei. Da hörst du es, wo. Ihr kriegt euren Kampf, wie gewünscht. Aber diesmal keine Chop-Sui-Mätzchen, verstanden? Pass auf, diese Schlitzaugen sind flink wie Wiesel. Es bringt nichts, gleich wuchtige Schläge anzusetzen. Den weichen sie aus. Okay, was soll ich dann machen? Viele schnelle Schläge, damit er müde wird. Dann vergisst er seine Deckung und du haust voll drauf. Ab jetzt, zeig denen, was du drauf hast. Hey, kriegt Vito einen Glückskeks, wenn er euren Mann zum Frühstück verputzt hat? Nett. Ha, du Riese mit Schlappschwanz. Mal sehen, ob du noch so große Töne spuckst, wenn du kämpfen musst wie ein Mann, ohne diese Ching-Chong-Scheiße. Wir zeigen euch, wie man mit chinesischer Kampfkunst weißen Teufel den Arsch aufreißt. Ach ja? Ich hab hier einmal verpiss dich süß-sauer, heiß und fettig. Diesmal, euer Mann geht unter, Quailo. Ach ja, so Streitigkeiten sind doch immer lustig. Da lohnt sich auch mal zu warten und zuzuhören. So. Jetzt gilt Boxen. Treffer. Sehr schön. Und wieder ein Treffer. Hätte fleißiger üben sollen. Sehr schön. Sein Meister nicht wird zufrieden sein. Und ein Kick. Aha, das nicht passiert, wenn er im Stil des Tigers kämpft. Ja, ja, klar. Stil des Tigers. Fangen wir an mit Karate und sowas. Klar. In einem Boxkampf. Alle Häftlinge stehen vor den Zellen? Könnt ihr da nicht irgendwie Abmarsch. Mal anfangen, kommst du spät zur Arbeit. Die Wärter anzupöbeln und nicht mal kurz Revolte? Komisch. Naja. Naja, was soll's. Hört mal. Mr. Galanti hat Vito heute freigegeben. Alles klar. Gewöhn dich aber nicht dran, Scaletta. Gut. Komm mit, Vito. Wie kann ein Häftling mir freigeben? Trainieren wir noch ein bisschen? So ähnlich. Wart's ab. Naja. Gut, wenn er drum bittet, würde ich mal sagen, krieg ich dann frei. Morgen, Junge. Morgen, Mr. Galanti. Gibt's heute kein Training? Nicht direkt. Die Schwarzen haben uns herausgefordert. Aber ich will nicht riskieren, dass Pepe vor seinem großen Kampf gegen O'Neill was abkriegt. Am besten du springst ein. Wird eine gute Übung für dich. Komm schon. Ja, dann sehen wir doch mal, was hier läuft. Der Kerl, gegen den du boxst, ist ein zäher Hund. Aber nicht besonders helle. Kämpft mit dem Herz, nicht mit dem Hirn. Mach ihn wütend. Dann vergisst er seine Deckung. Das ist deine Chance. Okay, los geht's. Mach mir keine Schande. Wen haben wir denn da? Dem weißen Schwuchtelpüppchen versohle ich den Hintern. Den prügel ich so durch, dass es seine Großmutter noch spürt. Ja, probier's. Es ist klar, ihr Bleichgurken verliert. Ach komm, Mann, da hat mich immer der Oberschlimmer vermöbelt. Egal, ob er gewinnt oder verliert, es wird kein Zuckerschlecken für den Schwimmer.
Ist ja schwer. Schnell. Legt sich während der Arbeit auf die faule Haut. Euer Weißbrot. Los geht's, komm schon. Mach mal was. Leg los, Vito. Zeig den Rußköpfen, wer der Boss ist. Ja. Oh Mann, wer hat dem das Boxen beigebracht? Bevor der gewinnt, werde ich... Jetzt mach ihn, Vito. Mach ihn fertig, es knipst ihm das Licht aus. Keine Panik, Vito. Du hast ihn da, wo du ihn haben willst. Das nenne ich einen K.O.-Schlag. Wenn das nicht sogar schon tödlich ist. Verdammt gut gemacht, Junge. Verdammt gut. Dein Anteil, Vito. Hast ihn dir verdient. Achtung, Wärter im Anmarsch. Und was ist das hier? Gruppenwichsen mit Anfassen? Mitkommen, Skeletta. Besuch für dich. Na ja, dann habe ich Besuch. Da kann ich echt gut verstecken in der Ecke. Muss nichts machen. So, nochmal was trinken. Hallo, Vito. Thermometer ist mittlerweile auf Wie geht's fast dir? 32 Grad. Gut. Sehr gut, danke. Naja, ist ja auch der heißeste Tag des Jahres, angeblich. Ich bin hier, weil ich dir was sagen muss. Ich werde heiraten, Vito. Oh, Madonna, das ist toll. Eigentlich hätte er mich vorher um Erlaubnis fragen müssen, aber ich freue mich für dich. Du bist im Gefängnis, Vito. Das ist doch furchtbar. Wie konntest du es so weit kommen lassen? Der Richter hat mir schon eine Standpauke gehalten. Ich brauche nicht noch eine. Sei so nett. Lass uns das Thema wechseln. Vito, ich muss dir noch was sagen. Es geht um Mama. Raus damit. Was ist mit ihr? Sie ist krank, Vito. Sehr krank, schon seit Wochen. Und es wird einfach nicht besser. Hör zu, Franny. Geh zu Joe. Er soll dir mein Erspartes geben. Hol den besten Arzt, den du finden kannst. Und den Rest behältst du als Hochzeitsgeschenk. Vito. Das meine ich ernst. Ich werde es in den nächsten Jahren nicht brauchen. Die Zeit ist leider schon um. Und pass gut auf Mama auf. Sag ihr, ich hab sie lieb. Das mache ich. Und danke, Vito. Wiedersehen. Das hört sich nicht gut an, wenn Mama krank ist. Eine Woche später. Was machen wir eine Woche später? Los, los, Skeletta! Eure Scheißhäuser putzen sich nicht von allein! Ja, sieht so aus, als würde ich da eine Woche später aufstehen. Und zum Kloputzen abkommandiert werden. Naja, nicht die beste Arbeit, aber irgendwie, denke ich mir, muss das jeder mal machen. Na, was soll's. Naja, ich hätte vielleicht mal an den anderen Zellen vorbeigehen sollen. Das ist also die neue Putzfrau, hm? Komm mit. Ach, wie nett. Sette pilo piscaiole, isse va, isse vene, sempo lupesce manetene. Seggen capo la fanda, sier, sculiglio, zza mia. Hey, gumba, vesce, briste, vatta, vatta, vatta. Hey, haltet jetzt die Klappe, und zwar alle. Okay, dann wird jetzt das Klo mal sauber gemacht. Lustig unten, was da immer steht. Ja, ihr könnt ja dann mitlesen, während ich nebenbei laber. Naja. Wo hängt's, Mann? Putz weiter, sonst setzt's was. So. Fertig. Und was jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Hey, das ist immer noch voller Dreck. Putz das nochmal. Blöder Idiot. Aber naja. Mittlerweile sieht es in Gefängnissen ja nicht mehr ganz so schlimm aus, so nach meinen Infos. Okay, das reicht. Jetzt darfst du mit dem restlichen Kroppzeug unter die Dusche gehen. Vorwärts.